aufladen, das ist deine Frage. Das ist meine Frage. Die Gründung. Ja. Gegründet haben wir uns, die Schickeria, vor 2,5 Jahren. Ziemlich genau auf dem Tag. Und das hat sich daraus ergeben, dass der Daniel und der Michi, die zwei Herren in der Mitte, zusammen in Wien studiert haben. Und sie gedacht haben, das passt perfekt. Der Michi hat gesagt, ich kenne einen Saxophonisten, der muss in die Band. Der Daniel hat gesagt, ich kenne einen Bassisten, der kommt auch dazu. Und so war die Idee für die Schickeria geboren. Die haben dann keine Zeit gehabt. Dann sind wir dazugekommen. Genau so ist das entstanden. Ja, warum 132%, 132,5% Latte? Darum, weil es einfach jedes Gespräch so einleiten kannst. Jeder gibt 100 oder 110%, dann haben wir uns gedacht, wir setzen einen drauf. Und genau. Kennt sich ja selber überzeugen, was das dann genau heißt. Schönste Erinnerung. Also für mich persönlich war die schönste Erinnerung die Bandgründung mit den drei Jungs. Also das war für mich persönlich die schönste Erinnerung von der Schickeria. Was für mich auch war, weil vorne ist der erste Auftritt nach Corona jetzt wieder. Das war super. Das hört sich gut an.